Und da bin ich wieder mit Breath of Fire. Und wir gehen jetzt direkt in die Stadt und kaufen uns neue Kräuter, weil wir in der letzten Folge so krass verkackt haben. Auf gut Deutsch. Hart verkackt. So, jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, wann in die Stadt überhaupt. Ich glaube schon hier lang, oder? Ich glaub's. Auf jeden Fall bei Kräuter kaufen, auf jeden Fall AP-neue Dinger kaufen. Sonst kann man hier nicht mehr durch. Eisatem. Oh, das macht Damage. So. Mach mal kaputt. Ich würde auf jeden Fall nicht mehr so lang. Das ist nicht mein Ziel, dass ich die Folge so lang mache. So, jetzt müssen wir mal gucken. Aber eigentlich. Oh, da muss ich. Da kann ich dann noch neu eindecken mit Zutaten. Also mit Kräutern und so weiter, weil das kommt sonst nicht, wenn man in der letzten Folge gesehen hat. Kräuter, yay! So. Muss durch den Wald. Giftangriff. Gott eigentlich vergiftet. So. Gegengift brauchen wir. Mal. Oh, ist das nervig. Nicht zurücklaufen. Hatte ich retten nur. Sind wir auf und dran. Haben es nur noch nicht geschafft, bis zur Hexe durchzubringen. Diesmal liegt es nicht an der Ausrüstung, ja. Ich habe noch ein Schild, was halt tausende Ork-Kämpfe bedeuten würde. So, vielleicht noch mit einem. Gott, das nervt mich. So weit zurück. Und da haben wir uns nicht eingedeckt. Großer Fehler. Großer, großer Fehler. So, willkommen zurück in Kapitän sein. Ja, Kapitän. Was heißt. So, dann wollen wir da mal eben. Wieder eindecken. So, lassen wir mal hier durch. Brauchen. Hallo. Ich würde gerne einkaufen. Willkommen im Item. Was soll ich tun? Ja, wir würden gerne kaufen. War einen ganzen Ofen. Punkte. Kostet aber doppelt. Mehr als doppelt so. Theoretisch gesehen. Das ist nur im Kampf besser. Außerhalb von Kämpfen ist das ja viel günstiger zum Heilen. Kaufen wir mal 20. Und 20, ja. Davon kaufen wir 6. Da kommen 10. Eisenfruchtstätte. Ah, hier, da brauchen wir noch ein bisschen was. Lebenskelch. Wiederbelebung gefallen, ne? Teuer, ne? Gott. Machen wir lieber noch ein bisschen Gegenlift. Kein Platz mehr im Gepäck, aber wir müssen ordnen. Das ist halt auch total blöd, dass das nicht automatisch stapelt irgendwie. Aber okay. Wo haben wir das denn? Alte. Ordnen. Auto. Ja, ordnen. So. Sag mal, nee, ich kann nichts mehr mitnehmen. Will ich mal hier am Rad drehen? Links brauche ich schon. Offen. Eisholz 30, also das geht auf jeden Fall. Ein Hammer. Kaufen wir mal 5, denn. So, Eisenfrucht auch 200, da kaufen wir mal nur auf 5 hoch. Und Lebenskelche kaufen wir mal 2, falls jetzt doch aus irgendwelchen Gründen Leute sterben. Haben wir jetzt super viel Geld ausgegeben. Aber sind dann jetzt auch mal auf der sicheren Seite, dass wir da nicht immer hin und her rennen müssen. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal pennen. Nur 40, ja, kommen wir noch knapp 800 dann. Etwas über 800, Tenny. Aber dann sollten wir jetzt nach Hause kommen. So. Joa. So viel. Also gut, dass wir auf jeden Fall jeden Kampf mitgenommen haben, weil sonst würde das ganz anders aussehen. Ich hab doch gesehen, dass das Fliegen. Oder? Falls. So einfach war, weil. Jedes Mal bis jetzt. Also ich glaube, das einzige Mal versucht haben zu fliegen. Geklappt. Alle anderen sind fehlgeschlagen. Ich habe schon ein paar Mal versucht zu fliegen. Ja, ich glaube, es ist definitiv besser, was zu kämpfen.
Weil wenn man, wenn die Flucht mal fehlschlägt, dann ist man halt gearscht. Ist nur noch mehr Damage. Das wollen wir mal verhindern. So, weiter geht's. Wie lang? So. Hoch. Ab in den Wald. Dann durch. So. Und dann müssen wir da runter. Weiß auch nicht, wie viel Zähne ich verloren habe beim Sterben. Haben wir auch eine ganze Menge Geld verloren. Da steht mal fest. Dann reicht Level 17, sehr schön. So. Haben wir es bald. Gehen wir jetzt nochmal zu diesem Außenposten, wo man schlafen kann. Sonst, dann gehen wir in den Turm. Hoffentlich dann jetzt mal, machen wir jetzt mal, der Hexe Feuer unterm Hintern. Oh. Noch ein Angriff. Die Zufallsangriffe, also die wie nennt man das denn? Rate. Die Rate, der man hier angegriffen wird, verdächtig ist echt hoch. Muss ich schon sagen. Das ist das Schlimmste, was ich bis jetzt in einem Spiel gesehen habe. Ich habe schon viele Final Fantasies gesehen. Und da die Angriffe nicht ansatzweise so hoch. Außer in den ganz krassen Final Fantasies. So, da müssen wir mal eben rein und das verschwindet. So. Hafen hier. Speichern. Also, schlaf erst noch eine Runde. So. Da wollen wir. Weiter geht's. Alles klar, so, wo war es jetzt? Hier links, ne? Hier hoch. Da, wo wir im Prinzip kommen. So. Ah. So, Rio hat auch Level 17 erreicht, sehr schön. Noch Nina. Ein paar Erfahrungspunkte halt auch verpasst. Das was haben wir ja bald. Katzenhai! Ausgewichen. Spezialattacke. Also ein Konter. Bam! 160. In your face. Aber. So. Also jetzt nochmal das Schalterzeug. Kennen wir ja bereits. Haben wir ja nicht zum ersten Mal jetzt gemacht. Ich könnte natürlich Zauber nutzen, aber die will ich nur für den Boss aufheben. Ich weiß auch nicht. Aber einfach beim Boss zu sein und dann gehen wir die AP auf und ich kann nichts mehr machen. Wobei die Zauber ihn wahrscheinlich dann instant weghauen würden. Meine Erfahrung miteinander aus anderen Spielen. Boop. Geht nicht. Aber jetzt. Nein! Aber da muss jetzt der harte Schlag von Rio drauf. Oh ne. Voll verschwendet. Und noch ein Crit, ey. Ah, come on.
Ey. Und tot. So. Oh. Der Kampf. Wieder Orks. Ich hab ein bisschen Pech, dass wir wieder Orks kriegen. Halten wir was aus. Watch Level Up. Ist auch nicht so ohne Probleme fertig. Oh. Kann man auch One-Hitten? Hab ich schon gesehen. Da, noch ein Kampf. Oh, die Hexenmumie ist weg. Der Verhahn, der schluckt hoch. 2, 2, 1. Sehr schön. Oh, noch nicht? Geh los. Wenn jetzt immer mehr kämpfen oder was? Dann mache ich gerade mal Stausch mal wieder. Gerade irgendwie viele Kämpfe. Ich weiß ja auch immer noch nicht, was dieser Flug eigentlich ist. Weil ja, wenn man hat den Stand bekommen, hat der gar nichts gemacht. Die anderen tragen ja alle einen Talisman, wenn ich noch einen Kopf habe. Oder nutzen wir jetzt diesmal nicht. Weil wir ja eh wissen, was das heißt. Ja, auch mein Ausgang nicht. Also wieder zu blöd bin, irgendwie jetzt da den richtigen Weg zu gehen. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. So, so, Belzebub, weiter geht's. Maschen jetzt hier durch. Wollen zum Boss. Wollen zur Hexe. Also überhaupt ein Boss ist, vielleicht kann man der auch sagen, ey, kannst du mal wieder befreien da, der ist traurig, wollen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt in dem Spiel. Wobei, der Koch. Naja, schauen wir mal. Oh Mann. So. Dann gehen. Ah, oh, noch ein Angriff. Das ist die Luft zur Hexe. Ich will zur Hexe. Hexe. Oh, das war ein harter Schlag. Ich glaube, Ninpo wird noch ein richtig starker Charakter. Und ist natürlich, dass einfach jetzt andere wie Rand und so weiter dann übelst bang. Wenn nachher irgendwann das Spiel sagt, du musst jetzt mit Rand gehen, dann war's. Aber ich glaube, dann gibt's einfach auch starke Gegner, wo man halt schnell leveln kann. Hoffe ich. Okay, wir laufen. Rechts nach vorne. Das Ding ganz linken. Ah, wir müssen vorne mal einen Kampf machen. 5 Belzen. Zack. Warum dürfen die eigentlich zu 5 sein und wir nur zu 4? Irgendwie unfair. Wir haben ein Gift bekommen. Wo ist ein Gegengift? So, alle ausgeschaltet. Das ging. So. Na gut. Wirklich. Du bist vom Ausgang des Raums, dann greift dich auf den letzten Schritt noch einer an. Unglaublich. Da fällt mir nichts mehr zu ein.
Ach ja. Alle 5 Sekunden ein Fight. Bei 3 Fahrhands haben wir auch selten, ja? Ja, die Hexenmumien am liebsten, weil die hat noch sofort sterben. Voll. Rechts. Gang. Oben war, glaube ich, Sackgasse. Die überleben leider noch. Alter! So. Ich glaube, wir müssen dann noch die Folge nach diesem Kampf, nach diesem beckenwürdigen Belzebub-Kampf aufhören. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann der Hexe endlich Hallo sagen können. Juhu! Man bedenkt, dass wir jetzt seit einigen Folgen jetzt hier an der Stelle treten. So mehr oder weniger. Dann auch unbedingt aufpassen, dass ich vorher nicht speichere, sondern heile. Ja. So. Durch den Raum gehen wir noch die Folge und dann gehen wir dann auf. Der Raum wird noch genug sein. Da nicht die 20 Minuten greifen mit. Naja, das sollte gehen. Come on! Gummi! Haus um! So! Umhauen! Ja, der Gegner macht's, was ich sage. Zack! Aber wir hauen uns auch ins Weg. Zack! War das jetzt? Ja, genau. Da haben wir ja schon alle Truhen zu öffnen, glaube ich. Da gibt es ja keine mehr, die wir jetzt noch öffnen könnten. Such mal wieder. Aber außer Stan hat, glaube ich, jeder ein Talisman. Solange der Fluch nicht so auf Stan gezaubert wird, alles. Weil ich auch noch nicht weiß, was das eigentlich gemacht hat. So, Orks killen. Ja, wir müssen dann mal ein paar Kräuter einsetzen. Mal. Dann lohnt sich das nicht. Der hat voll, fast volles Leben hier. So, Nummer. Ja, es wird knapp in den 20 Minuten. Verdammt! Ich kämpfe hier. Müssen wir in den Raum sein, wo der Ausgang war. Boah, dann liest man den Ausgang nicht versehentlich. Ich? Gut, die Tür haben wir ja auch offen gehabt. So, letzter Kampf, hoffentlich, die Folge. Der Kämpfe vertrage ich gerade einfach nicht. Noch nicht. Die ganzen Kämpfe kommen natürlich auch fast nirgendwo hin pro Folge. Das ist. Ich würde mal sagen, da kommt eine längere Folge, aber... Nee. Ja, Mumm. Nee. Könnte man ja auch nach links? Warte auf. Hier ist Sackgasse. Ah! Okay. Ja, dann haben wir jetzt hier, weil wir sind nach dem Raum, den Raum haben wir jetzt verlassen. Auch wenn es der falsche Weg war. Während des Kampfes verabschiede ich auch nur noch ein Gegengift. Ich verabschiede mich trotzdem mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Breath of Fire. Und dann gehen wir der Hexe an den Kragen. Oh.
hoffe ich. Also. Rimpo erreicht man noch Level 18 erreicht. Also, ach, ist das nicht schlimm. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!